das ist die Wertschöpfung, dass du aus etwas, das allein eigentlich nicht so viel Wert hat, und durch Arbeit und Zusammensetzung von anderen Komponenten generierst du einen Mehrwert. Und das ist die Wertschöpfung. Lieber Herr Schuchert, was ist für Sie Wertschöpfung? Das, was meistens die Leute nehmen, was die anderen erarbeitet haben. Okay. Schert, danke. Ja. Der eine macht Wert, der andere schöpft es ab. Liebe, Freundschaft, Heiterkeit, okay. Großzügigkeit, Offenheit. Ökonomische Werte sind Geld, Wachstum oder auch Mehrwert. Mit grossen Fragezeichen sind wir da gesessen. Bitcoin, Blockchain, Wertschöpfung in der Zukunft. Okay. Uns ist versprochen worden, wir können uns an dem ersten Tag zurücklehnen und uns durch einen Workshop führen. Im Nachhinein haben wir dann erfahren, dass man dem Uploading sagt. Nein, es hat keine. Aber es hat ja schon einen Wechsel. Es hat ja dann schon einen Wert. Du kaufst ja dann etwas, dann kostet du 2 Franken und dann zahlst du halt mit Bitcoin. Genau. Aber zum Beispiel der Schweizer Franken, der hat hinterher schon die ganze Wirtschaft von der Schweiz, die den Franken stützt. Also dem Franken geht es gut, wenn die Wirtschaft gut geht. Aber der Bitcoin, der ist nicht pro Land. Das ist weltweit. Aber ich muss eben schnell mein Am Oben hat sich jeder von uns noch ein bisschen schlau gemacht, was Bitcoins sind, was unter Wertschöpfung allgemein verstanden wird und so weiter. Der Morgen ist frisch, der Himmel hell und klar und alles nur ruhig. Dann ist das Chaos gekommen. Was müssen wir? Wohin geht's? Ist Bitcoin jetzt wirklich wichtig zum Verstehen? Oder geht es doch um etwas anderes? Fritzi Wolf hat uns dann glücklicherweise aus der Sackgasse geholfen und uns erklärt, dass wir den ganzen Workshop an diesem Tag zweimal durchlaufen müssen und jede Phase mit verschiedenen Methoden durchführen müssen. All diesen Methoden ist deutlich geworden, die Vernetzung ist wichtig, die Natur, der soziale Umgang zwischen den Menschen. All das. Während dem Fußbad sind uns schon schrillende Begriffe durch den Kopf. Gierig, fordernd, besitzend. Das hat uns den Kopf geöffnet für die zweite Phase. An uns gesehen, einen Workshop für unseren Auftraggeber zu kreieren. Für die Inspiration haben wir die Methode Reizwort genommen, für Assoziation Gestik, eine Meditation als Wendepunkt, die morphologische Box für die Phase der Kombination und als Bewertung haben wir dann die NAF-Technik gewählt. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo, miteinander. Hallo, Lebenszeit. Der Linus, unser Auftraggeber, war sehr offen. Er hat alle Methoden mit uns mitgemacht und es sind sehr spannende Ergebnisse dabei herausgekommen. Was wir schon bei unseren eigenen Workshops festgestellt haben, ist viel eigentlich um Vernetzung gegangen
ums Soziale gegangen. Und wir haben auch realisiert, dass vor allem in der Wertschöpfung der Gewinn ein Problem ist. Und dass, wenn man mit dem Gewinn etwas machen kann, dann kann sich das Ganze verändern. Nach dem Wendepunkt sind wir bei der morphologischen Box angekommen. Und dann sind wir von dem Resultat extrem begeistert gewesen. Auch die NAF-Technik hat nachher gut funktioniert, um das Resultat zu bewerten. Es sind extrem unterschiedliche Szenarien entstanden. Und was sehr augenfällig war, ist, dass die Differenz von der Kreativität und der Machbarkeit sehr gross ist. Und man muss einen guten Mittelweg finden, um ein Szenario in der Zukunft zu realisieren. Also der erste Schritt geht wirklich in die Richtung. Die meisten müssen es zeigen, es ist wirklich Potenzial vorhanden. Ja, ich weiß nicht, das ist schwierig zu beantworten. Also ich glaube, was sicher ein wichtiger Punkt wird sein und etwas, was auch irgendwo durch umsetzbar in nächster Zeit ist, ist Usability. Also dass Blockchain in dem Sinn funktioniert, so dass man es beispielsweise als App auf dem Handy hat und die Leute sagen, ah okay, das funktioniert, ich kann jetzt selber wertschöpfen und kann den mit anderen teilen und die glauben auch daran, dass die Wertschöpfung eben auch Wert dahinter hat. Weil das ist ja immer der Punkt, oder? Geld, wenn wir dann in jeder Zeit sagen, da hat es 2 Milliarden, oder? Da, look. Wenn niemand daran glaubt, dann ist es rum und wenn alle glauben, dann ist es da. Das ist irgendwo durch den Wert und das eben der Glauben und dann ist es Glauben für das braucht es auch wirklich ausgehen. Ich glaube, wichtig wird wieder so nachdenken über das Leben, das ermöglichen, sich auch können Zeit nehmen und nicht immer in dem aktiven Eis abspulen. Das finde ich ganz wichtig. Also die Wertschöpfung soll sich nicht nur monetär zeigen, sollte nicht nur Likes zeigen, sollte nicht nur dass ich ein cooles Ich bin, zeigen und Erfolg kann, sondern irgendwie finde ich, denken wir zu wenig über uns und über unsere Identität und über wichtige Sachen immer nachher. Und dort müsste mehr Wertschöpfung passieren, wieder passieren. Und da sie eben in der Gesellschaft, in den Lebensräumen rein, damit eine andere Lebensgestaltung kann passieren, wo die Achtung vor dem Leben hochhaltet. Die grösste Schwierigkeit, die man kann mit Kombinieren von verschiedenen Sachen, ist beim Filmschneiden zum Vorschein gekommen. Wir haben wirklich sehr viel Energie und Zeit müssen hier investieren. Wir präsentieren euch eine mögliche Lösung, eine Umsetzungsmöglichkeit von dieser Challenge. Wir haben einmal herausgefunden, dass die Schwierigkeit eigentlich in der Psychologie liegt, in der Psychologie des Menschen. Und wir haben uns gefragt, wie kann man jetzt den Menschen dazu bringen, dass er anders denkt. Also, dass nicht mehr das Geld als etwas Wertvolles angeschaut wird, sondern dass man andere Werte entdeckt und kann nutzen. Also, dass man die eigenen Ressourcen und Fähigkeiten entdeckt. Und da haben wir uns vorgestellt, dass es möglich wäre, dass man sich einander die Lebensgeschichte erzählt. Weil wenn man sich die Lebensgeschichte erzählt, dann entdeckt man immer wieder eigene Fähigkeiten. Das ist ein niedriger Bildungsansatz, wo alle teilhaben können und wo alle können ihre Ressourcen und Fähigkeiten über ihre eigene Lebensgeschichte entdecken. Der Niklas Luhmann sagt ja auch, keine Gesellschaft ohne Kommunikation. Und da wären wir gerade in der Kommunikation. Wir können das auch in der Schule einbinden. Wir können auch in der Schule sich die Lebensgeschichten erzählen, also die Selbstreflexion machen. Und wir können in der Schule auch gerade einbinden, dass man dem Kind mitgibt und bewusst macht, dass Wert nicht gleich Geld ist. Und so könnte man eigentlich von unten her die Gesellschaft anfangen zu verändern, das Denken in der Gesellschaft anfangen zu verändern.
Und dann ist die andere Situation natürlich, dass wir uns gefragt haben, ja, wie kann man es denn machen, ein Wirtschaftssystem, das ohne Geld funktioniert. Und dafür haben wir ein Modell, ein Konzept entwickelt, das analog und digital verbindet, also auch den Mensch und das, was wir im Digitalen schon haben, die Blockchains und die Bitcoins zum Beispiel, wo es dann auch ein Mining gibt, das eigentlich fürs Schöpfen steht. Es geht um die Verbindung von digital und analog. Analog ist der Mensch mit all seinen Ressourcen und Fähigkeiten. Auf der Darstellung, die ihr hier seht, sind aussen die kleineren Kreise. Das sind eigentlich die Pools, wo die Leute zusammenkommen mit ihren Fähigkeiten, wo sie etwas kreieren. Und all das, was kreiert wird, kommt in den Ressourcenpool. Und das ist eigentlich ein digitaler Verbund, wo man weiss, wer was, wo, wie macht. Und für alles, was man macht, kommt man einen Punkt über. Und alles, was man macht, hat den gleichen Wert. Es gibt für alles einfach einen Punkt oder die bestimmte Anzahl Punkte. Und die Punkte können sich auch nicht vermehren. Nur wenn man viele Punkte hat, dass sich die, wie wenn man viel Geld hat, Aktien kaufen und vermehren, die Punkte bleiben immer gleich. Das heisst, egal was man macht, es ist alles gleich wertvoll. Und es ist einfach in einem digitalen Pool alles festgehalten, Buchhaltung sozusagen von diesen Punkten und von diesen Ressourcen und Fähigkeiten. Und man kann in verschiedenen Pools mitmachen, weil man ja verschiedene Fähigkeiten und Ressourcen hat. Und so wird eigentlich alles gleich bewertet und gleich wertgeschätzt.